Leute, it's time to play FIFA 18. Es ist schon wieder etwas länger her, aber ich dachte mir, natürlich mache ich auch ein Video zu FIFA 18 und heute mache ich so ein mini kleines Pack-Opening. Ich werde euch auch auf jeden Fall nochmal im Laufe des Videos so ein paar Sachen mit reinschneiden. Also ich hatte ein bisschen Pack-Luck in der Vergangenheit, muss ich dazu sagen. Und ja, war ganz gut. Ich verrate noch nicht so viel. Ihr werdet jetzt ja noch sehen, was ich gezogen habe. Und heute habe ich... Weil ich habe die Icon Edition und da ist es ja dann so, dass du, glaube ich, dann für 40 Wochen zwei Jumbo Packs, also jede Woche, glaube ich, kriegst oder so. Also ich krieg dann irgendwie 40 mal zwei Packets, keine Ahnung. So, ne? Das Mathe-Genie spricht wieder. Und ansonsten ist es ja ganz nice. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang, haben ja FIFA 17, haben ja kaum Leute bei mir gespielt in der Friends-List. Mittlerweile habe ich jetzt schon so einige gesehen, die unheimlich viel spielen und zocken. Und ja, ich hoffe, wir zocken auch da mal miteinander oder so. Das kriegen wir bestimmt mal hin. Und auch hier der neue Modus mit den Squad-Battles finde ich ganz geil. Auch da... finde ich sehr, sehr nice gemacht. Hab jetzt, glaube ich, sogar vorhin, kann ich auch nochmal kurz einblenden hier, ein Megaset gewonnen und 65.000 Coins. Also ist schon sehr, sehr schick. Aber ich fange jetzt direkt mal an mit dem, was ich noch so an Packs habe. Es sind nur 6 Packs, ist so ein kleines Pack-Opening. So die wichtigsten Sachen schneide ich nochmal mit rein. Und ja, hauen wir hier erstmal dieses CDB Lightset raus. Mal gucken. Ja, Klong. Hakt, glaube ich, ein bisschen. Ja. Den wollte ich immer schon mal haben. Wunderbar. Als Leihspieler, zack, kann von mir aus direkt weg. Brauche ich nicht. So, und ansonsten, ich mache nämlich immer die besten Packs eigentlich so am Schluss auf, um zu gucken. Oh. Mal gucken, also ich glaube die beiden, genau, das sind diese beiden Jumbo Premium Gold Sets, die ihr kriegt, wenn ihr euch damals diese Icon Edition gekauft habt. Und fangen wir direkt mal hier mit dem Herrn Müller an. Vielleicht ist ja auch Müller drin, wo Müller drauf ist. Mal gucken. Oha. Oha. Komm. Naja. Den guten Herrn Perrin kann man bestimmt ganz gut verkaufen. Also ist jetzt nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich kann euch auch nochmal gleich fix mein Team natürlich ein bisschen zeigen. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Pack-Luck und ich habe dann diese bestimmte Karte auch verkauft und habe mir dann natürlich jetzt... Gottchen, ja. Sind die jetzt genau so im Verein? Wie gesagt, mein Team zeige ich euch mal zum Schluss. Wie gesagt, es ist noch nichts so hoch... ja, hochprall. Hochprall, oh Gott. Geht schon wieder los. So, nächstes Jumbo-Set. Wieder schon Müller drauf, mal gucken. Ja! Komm, 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 komm! Nein, das wird nur ein... Ja, ja. Alter, der hat ja auch mal ein geiles... Ja, ich glaube, du hast auch... Alter, von den schiefen Mund. Naja, gut. Okay, Holtby, ich glaube, den habe ich auch schon ein paar Mal gezogen. Was auch immer ganz nice sind, also ein kleiner Tipp, baut euch immer so 2 Teams auf, wenn ihr das von den Coins her könnt. Weil die Dinger hier, die Teamfitness-Dinger, könnt ihr immer gut für 900 bis 1000 Coins verkaufen. Und das ist eigentlich immer ein bisschen geschenktes Geld, finde ich. Das ist echt nicht verkehrt. So, zack. Ich knall die immer erstmal bei mir alle nach wie vor in den Verein, weil Kleinvieh macht auch Mist. Ach was, Marco Marin, den gibt es auch noch. So, ich glaube, den hab ich sogar. Ja, egal. Weg damit. So. Das nächste. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, das mache ich zum Schluss auch, ja. Weil das ist wirklich... Ja, 12-12. In so einem Pack waren nämlich... Ich kann es ja schon ein bisschen verraten. Ich habe eine Ikone gezogen. Und ja, jetzt überlege ich mir, ob ich den... Komm, den. Überall Ronaldo drauf, Alter. Ich mag den nicht so. Na, wird schon wieder nix. Walcott. Walcott habe ich bereits in meinem Team. Habe mir den ganz am Anfang gekauft, weil ich sehr gerne mit schnellen Außenspielern, Flügelspielern spiele. Deswegen, das ist ein Duplikat, was ich da habe. Ansonsten ist das Pack jetzt nicht so wahnsinnig toll. Wie gesagt, die Dinger, habe ich gerade erzählt, die kann man immer gut weghauen.
So. Genau. Ich glaube, Warcraft lohnt sich sogar auch, den zu verkaufen. Also den haue ich jetzt nicht einfach weg. Wie gesagt, das sind dann meistens immer nur so ein paar Münzen. Aber die machen dann auch, ja. 1,5, 1,5. Ja, 1,5, 1,5, 1,5. Blablub. Dann hauen wir den mal für 1,2 rein oder 1,4. So, dann geht der nämlich auch weg. Zack. Ja, das kann weg. Und jetzt geht's zum nächsten Pack. Du da. Ah, ich weiß. Ne, ich glaube, ich mache das zum Schluss. Aber ich hoffe, dass das richtig burnt so. Richtig knallt. So. Nako. Ja. Oh, 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 oh. Ja, Draxler ist jetzt nicht verkehrt, wobei ich natürlich lieber den Neymar gezogen hätte, bei PSG auf der linken Flügelposition. So, Bender haben wir auch schon mal gehabt. Ja, bringt auch wieder alles ein bisschen gut Geld, das ist nicht verkehrt. Und, ja, zack, 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 München, aha. Immerhin keine Duplikate. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, spielt diese Squad Battles, die sind echt nice. So, jetzt zum letzten seltenen Spieler-Setpack. Bitte, bitte, komm. Ah. Naja. Okay, also ich sag mal so, ich hatte schon schlechtere Packs, ich hatte aber auch schon bessere Packs, also eigentlich alles okay, kein Problem. Hier sind auch, wie gesagt, ist alles mittlerweile ganz gut, was man hier echt gut verhökern kann. Es gibt ja auch wieder noch so ein paar Karten, die relativ niedrig gerankt sind, die aber ziemlich viel wert sind. Jetzt fällt mir natürlich wieder auf Anhieb keiner ein. Den Typus habe ich doppelt, so. Zack. Ja. Hauen wir den raus oder verhökern wir den? Mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, ich hänge jetzt einfach nochmal so zum Schluss etwas unkommentiert vielleicht meine zwei Packs nochmal hinten dran, die ich da gezogen hatte, wo ich ganz begeistert war. Ich wollte euch ja auch noch genau, oh, schnell mein Team zeigen, 8,50. Und ihr müsst auch höllisch aufpassen, nur so als kleiner Tipp, wenn ihr solche Karten zieht, haut die nicht einfach, wie gesagt, unbedingt alle weg. Es gibt Squad-Building-Challenges, die man, da braucht man manchmal solche, ich glaube, jetzt gab es eine von Australien mit Melbourne Victory oder sowas. Die Karten steigen dann enorm an Wert in dieser Zeit und das ist echt nicht verkehrt. 1,4, 1,2, ja komm, hier. Und das ist dann manchmal, ist das schon, also kann sich das echt lohnen, je nachdem, was für eine Squad-Building-Challenge das Ganze dann ist. So, zack. Meine Mannschaft. Ich habe jetzt bisher eine Premier League-Mannschaft. Ich spiele immer gerne Premier League. Einfach, weil ich finde, man hat da eine unheimliche große Auswahl. Und ja, das ist jetzt hier nichts bestimmt. Hier Vardy. Vardy, das ist genau, das ist zum Beispiel so eine Karte, die ich unheimlich geil finde. Der hat zwar nur eine 81er-Bewertung. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in FIFA 17 gesagt. Ich habe jetzt 3 Spiele, 5 Tore. Ich liebe den Mann einfach. Das ist, der ist schnell. Der hat einen, auch wenn er nur 79er Schuss hat, ich habe das Gefühl, dass dieser Wert nicht so ganz richtig ist, weil er trifft wirklich echt gut und ist für mich, hier Sturridge, muss man sagen, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, der hat ein bisschen gelitten. Ich glaube, der hatte in FIFA 17 eine 84er Bewertung. Und war auch jetzt lange verletzt, aber ist enorm runtergerankt worden. Und ja, von daher auch hier Sigurdsson, auch so ein Spieler, den ich gerne mag. Er hat jetzt nicht so das Tempo, hat aber einen Mörderschuss. Und hat mir dann gesagt, okay, wenn ich mir den dann jetzt hole, dann hole ich mir den direkt hier im... Weiß gar nicht, was ist das für eine Karte? Ich glaube, das ist ja gar keine... Ist das jetzt schon hier in Form? Nee, ne? Nee, ach Quatsch, das ist diese Nationalheldenkarte. Richtig. Ja, ansonsten, ich baue noch ein bisschen hier auf, ist klar. Auf die Außen muss noch was hin oder so, weiß nicht. Mal gucken. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze ein bisschen gefallen. Ich denke, jetzt wo bei mir jetzt auch wieder vermehrt Leute FIFA spielen, können wir auf jeden Fall mal zocken und ich hau auch vielleicht mal ein paar mehr Videos wieder dazu raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß beim Fußballspielen. Ciao.